David Garrett krank, weitere Konzerte abgesagt. Berlin, große Sorge um David Garrett, 37. Der Stargeiger ist schon seit 2 Monaten krank, leidet an einem Bandscheibenvorfall. Doch wie schlimm steht es wirklich um ihn? Denn nun wurden sogar alle Konzerte bis Ende Mai abgesagt. Fans von David Garrett müssen jetzt tapfer sein. Auf seiner Facebook-Seite teilte der Musiker mit, dass die Konzerte im April und Mai ebenfalls ausfallen. Liebe Freunde, es geht mir schon etwas besser, aber leider dauert der Heilungsprozess doch länger als erwartet. Die Prognose der Ärzte ist nach wie vor sehr positiv und wir gehen von einer vollständigen Genesung aus. Und weiter, im Moment ist es allerdings sehr wichtig, dass ich mich schone und meinem Körper die nötige Zeit gebe, um vollständig zu regenerieren. Das bedeutet aber bedauerlicherweise auch, dass wir noch weiter Konzerte absagen müssen. Betroffen sind Interlaken, Moskau, Wien und Israel. Wie sein Management mitteilt, wird ein Teil der Konzerte von seinen Kollegen Elich Hoy, Emanuel Tjeknafoyan, Akiko Suvanay und Michael Barenboim übernommen. Seine Fans aus aller Welt schicken derweil neben Genesungswünschen auf Ostergrüße. Ob die Konzerte ab 6. Juni in Sofia stattfinden, muss jetzt abgewartet werden. In Deutschland ist nur ein weiteres Konzert geplant, am 14. Juli auf dem Odeonsplatz in München. Auftritte unter anderem in Hannover, Baden-Baden, Düsseldorf und Dresden sind bereits im Februar und März ausgefallen.